Hallo und herzlich willkommen zum Starterdepot. Es hat sich etwas konkretisiert dank eurer Teilnahme an den Abstimmungen. Und wirklich vielen Dank. Es gab sehr viele Leute, die abgestimmt haben. Ungefähr 500 Zuschauer haben mitgemacht. Und wir wissen jetzt, welche Strategie wir fahren werden. Und wir wissen jetzt, wie hoch das Investitionsvolumen im Monat sein wird. Und was ich auch sehr interessant fand und wirklich klasse, das war die Teilnahme in den Kommentaren. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass die Kommentare die Abstimmungsergebnisse letztlich beeinflusst haben. Was nämlich die Frage angeht, wie viel wir Monat für Monat investieren wollen, hatten wir ja zur Auswahl gehabt 500, 750 und 1000 Euro. Da hatten zuerst die 1000 Euro geführt und jetzt haben die 500 Euro aber das Rennen gemacht. Und es wurde von einigen Leuten argumentiert, dass man besser von 500 nach oben skalieren kann, zum Beispiel auf 1000 Euro, falls man das Starterdepot nehmen lassen möchte, um sich zu inspirieren und sowas Ähnliches zu machen, als runter zu skalieren, und zwar aufgrund der Gebühren. Weil wir haben vor allem dann, wenn wir Einzelkäufe machen werden, ja, Fixgebühren, und das ist eigentlich brokerübergreifend, dass man also immer zum Beispiel 9,95 € bezahlen muss. Und das schlägt natürlich mehr zu Buche, wenn man ein niedriges Anlagevolumen hat. Insofern ist es besser, oder hoch zu skalieren, als runter zu skalieren. Also 500 Euro haben das Rennen gemacht. Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war, welche Strategie wollen wir denn langfristig verfolgen mit dem Starterdepot? Und da hat die Dividendenwachstumsstrategie das Rennen gemacht. Übrigens, mein Name ist Thorsten Tiet und ich betreibe die Seite Aktienfinder.net. Das ist die Plattform fürs langfristige Investieren, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und das passiert eben, wenn man in ein Unternehmen investiert, deren Gewinne langfristig steigen. Apropos Gewinnwachstum, es gab auch einige Kommentare, die gesagt haben, ja, wir wären für einen Mix. So und so viel Prozent Gewinnwachstum, so und so viel Prozent Dividendenwachstum, so und so viel Prozent Dividendenertrag. Da möchte ich jetzt nochmal auf eine Sache hinweisen. Das Gewinnwachstum ist immer das A und O von allen drei Strategien. Auch wenn wir uns für Dividendenertrag entschieden hätten, also wenn dass wir in Aktien investieren, die eine relativ hohe Anfangsdividende bereits ausschütten, dann wäre trotzdem das Gewinnwachstum das Fundament gewesen, damit wir langfristig glücklich werden. Es ist immer schöner, wenn wir in Unternehmen investieren und auch sicherer, die ein langfristiges Wachstum haben, als wenn wir in Unternehmen investieren, die kein langfristiges Wachstum aufweisen können, dann ist es ja in der Vergangenheit schon bereits nicht so gut gelaufen und dann braucht es nur ein bisschen, damit der Gewinn sinkt und dann könnten auch die Dividenden nicht mehr sicher sein. Also etwas Wachstum, etwas Gewinnwachstum sollten wir auch bei der Dividendenertragsstrategie einplanen. Das ist meine Meinung. Das heißt, es könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ich habe mich da mal ein bisschen inspirieren lassen von diesem Chart hier, wo wir ja auch die Gewinne haben in grün und in blau die Dividenden. Und hier ist ja der Zeitstrahl, die Entwicklung der Zeit. Und hier ist eben die Höhe von Gewinn und Dividenden. Und wenn wir eine Dividendenertragsstrategie hätten, dann würde das symbolisch so aussehen. Wir haben gleich eine relativ hohe Anfangsdividende und die Steigerung ist relativ schwach. Und die Gewinne, die steigen auch relativ schwach, aber sie steigen trotzdem, weil nur dann können wir ja zum Beispiel einen lebensfähigen Dividendenaristokraten haben, der weiterhin Jahr für Jahr seine Dividende steigert. Wenn wir jetzt Dividendenertrag haben, dann wollen wir ja bezüglich der Dividende ein höheres Wachstum sehen. Das heißt vielleicht so, dafür aber haben wir am Anfang niedrigere Dividendenrendite. Und das funktioniert natürlich nur, wenn auch das Gewinnwachstum entsprechend stärker ausfällt, damit die Dividende auch in Zukunft gedeckt ist. Ansonsten gibt es ja irgendwann eine Kürzung. Und wenn wir gesagt hätten, wir machen Gewinnwachstum, dann würde die Dividende überhaupt keine Rolle spielen bei der Auswahl der Aktie, sondern allein das Gewinnwachstum. Und es wäre dann eben noch höher, also noch stärker ausgeprägt. Ich habe hier die Dividende so glatt gezeichnet, als glatte Linie, und hier die Gewinnentwicklung so ein bisschen wellig. Und das soll einfach auch nochmal so symbolisieren, dass die Dividende vom kurz- und mittelfristig meist vom Management festgelegt werden kann. Das heißt, die ist dann, die glättet die etwas unstetige Gewinnentwicklung, weil die Gewinnentwicklung, die kann man ja nie auf den Cent vorhersagen fürs laufende oder nächste Geschäftsjahr. Die Dividende hingegen, die kann man schon
Vor allem dann, wenn die Gewinnentwicklung so ist, dass die Dividende eben weiterhin finanziert wird, dann kann man die Dividende schon festlegen, und zwar auf den Cent genau durch das Management. Und das wird ja auch getan. Also das nochmal ein kleiner Exkurs zum Thema unterschiedliche Investmentstrategien, und das Fundament jeder Investmentstrategie ist aus meiner Sicht das Gewinnwachstum bzw. das stabile Gewinnwachstum. Und dann haben wir jetzt die zwei Abstimmungen gemacht, und dank dieser beiden Ergebnisse wissen wir jetzt, wie es weitergehen kann. Das heißt, wir können uns jetzt fester oder tiefer gehen mit der Strategie beschäftigen und das Ganze ein bisschen konkretisieren. Das habe ich auch versucht hier zu machen. Ich habe eine Auswertung aus dem Aktienfinder gemacht. Ich habe mir alle Aktien angeschaut mit mehr als 1% Dividendenrendite, weil ich sage, nur die sind interessant. Wenn die Dividende zu niedrig ist, zum Beispiel Wirecard oder Tencent, dann kommt die Aktie nicht in Frage für ein Investment. Und dann habe ich mal geguckt, habe das Ganze gruppiert nach der Branche und habe einfach mal geschaut, wie attraktiv ist denn welche Branche zum Investieren. Das Ziel soll nämlich sein, dass wir am Ende 100% investiert haben, beziehungsweise jetzt geht es um die Aufteilung, in welche Branchen wir investieren, und am Ende natürlich 100%. Und in diese Branchen hier investieren wir, also in die hier. Und wie habe ich mich dazu entschieden? Da habe ich mir jetzt ein paar Merkmale einer jeden Branche geholt. Ich habe mir den Median ausgerechnet, der Gewinnstabilität, aber nicht gemessen am bilanzierten Gewinn, sondern am operativen Cashflow. Je höher, je besser. Dann habe ich geguckt, wie hoch ist die Dividendenrendite, die durchschnittliche. Und dann habe ich geschaut, wie hoch ist die Dividendensteigerung bezogen auf die letzten 5 Jahre im jährlichen Mittel, und geguckt, wie hoch ist denn die Marktkapitalisierung, also wie wichtig ist die Branche. Und dann noch geschaut, wie viele Aktien haben wir denn im Aktienfinder, also wie groß ist die Auswahl denn tatsächlich. Und dann haben wir zum Beispiel hier die Technologie insgesamt, und das können wir uns auch mal kurz im Aktienfinder angucken, und die sind am stärksten gewichtet, Software und Technologieausrüstung, so heißen die Branchen. Wenn wir uns das mal im Aktienfinder anschauen, damit man so ein Bild ungefähr davon kriegt, ich habe das schon mal jetzt hier fertig eingerichtet, da haben wir bei die beiden Branchen Software und Technologie, und Software, wie der Name schon sagt, eher Software. Da haben wir dann SAP zum Beispiel drin, Automatic Data Processing. Wenn ich es nicht weggefiltert hätte wegen der Dividende, dann wäre da beispielsweise auch Facebook drinne. Und da unten dann Technologieausrüstung, das ist hardware-nah eher. Da sind dann zum Beispiel Intel, Apple, iPhone Company. Ja, wer meine Videos gesehen hat, weiß, dass ich das Apple als iPhone Company bezeichne. Und allgemein ist es so, dass das Wachstum bei Hardware schwerer zu erreichen ist, weil es schlechter skaliert als Software. Und man sieht es dann beispielsweise auch hier an der Dividendenrendite, dass die Dividendenrendite in der Branche gesamthaft höher ist. Im hardware-nahen Bereich hier sind die Dividendenrenditen tendenziell höher als hier oben. Es gibt natürlich immer mal die ein oder andere Ausnahme, aber gesamthaft ist es so. Und wir sehen auch, dass wir hier relativ viele Aktien aber in beiden Branchen haben, denen wir investieren können. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung. Und das Ganze habe ich hier eben aggregiert. Und da, was ich gerade gesagt habe, hier bei der Software ist die durchschnittliche Dividendenrendite 1,5%, und hier bei der hardware-nahen Technologieausrüstung ist halt 2,5%. Und wir haben hier 20 und 25 Unternehmen, die wir investieren können. Und wir haben aber auch bei beiden eine gute Dividendensteigerung. Und wir haben dann, oder ich habe mich dann dafür entschieden, diese beiden Branchen stark zu gewichten mit jeweils 15%. Andere Branchen dann hier mit 10, an wieder andere mit 5% und wieder andere Branchen komplett außer Acht zu lassen. Und das sind alle diese Branchen hier, die teilweise zyklisch sind, teilweise niedriges Dividendenwachstum haben und insbesondere K.O.-Kriterium war, wenn die Cashflow-Stabilität zu niedrig war, dann kam es von vornherein nicht in Frage. Und was dann rausgekommen ist, das sehen wir hier, einen kleinen Chart gemacht. Und da haben wir jetzt eben hier diese 15%. Ich nenne es jetzt mal ganz allgemein Technologiesektor. Dann hier Industrie, Gesundheit, Pharma, Konsum, zyklisch, Gesundheit. Was haben wir hier?
unzyklischer Konsum, hier im Lebensmittelbereich und die Haushaltszahlen, Dienstleistungen und so weiter. Und ich denke, wenn wir das insgesamt gemacht haben, dann haben wir nicht alle Branchen abgedeckt, aber wir sind genügend diversifiziert und haben vor allem auf die Branchen gesetzt, die langfristiges Wachstum aufweisen. Und das Vorgehen jetzt wird sein, habe ich mir überlegt. Wir werden uns jetzt ab dem nächsten Video hier im Uhrzeigersinn lang abarbeiten. Und zwar, wenn wir eine Aktie, also wir werden eine Aktie nach der anderen hier quasi kaufen, indem wir einen Sparplan einrichten. Wir werden insgesamt in 20 Aktien, also ja, in 20 Aktien investieren. Warum in 20? Weil der Sparplan ab 25 Euro funktioniert und die Gebühren sind prozentual. Also da muss man dann nicht 5 Euro oder so Fixgebühr bezahlen. Die Gebühren sind prozentual, also jedenfalls bei Consors Broker, wo wir das machen. Da habe ich auch schon die 500 Euro hinüberwiesen. Ja, kann ich vielleicht nachher noch zeigen. Also das steht schon mal bereit. Und wenn wir jetzt eben 500 durch 20 teilen, durch diese 20 Aktien, dann kommen wir nämlich genau auf die 25 Euro, das heißt auf die Mindestsumme des Sparplans und deshalb also 20 Aktien. Wir werden also im Uhrzeigersinn uns abarbeiten und vielleicht, weiß nicht genau, ein oder zwei Aktien immer zur Abstimmung geben, für die wir uns entscheiden werden. Das heißt, wenn wir hier eine Aktie kaufen wollen, dann werde ich mir zwei, drei Aktien rauspicken, wo ich sage, ja, die kommen in Frage und dann kann ich die kurz vorstellen und dann zur Abstimmung freigeben. Und im nächsten Video dann weiß ich ja, wie die Abstimmung gelaufen ist und dann entsprechend den Sparplan einrichten. Und wie gesagt, gehen wir hier einmal durch. Und das Schöne ist auch, am Anfang haben wir noch keinen Sparplan, dann haben wir erstmal einen Sparplan, dann kommt ein zweiter Sparplan. Und das heißt, diese Investitionssumme von den 500 Euro, die wird ja noch nicht voll aufgebraucht am Anfang. Das heißt, da bleibt ein bisschen was über. Und von dem Geld, was überbleibt, können wir auch mal Einmalkäufe machen. Wenn wir eine schöne Aktie haben, die vielversprechend ist und die hier reinpasst, und die zum Beispiel gerade günstig zu haben ist, dann können wir da ja versuchen, mal ein Schnäppchen zu machen. Das wäre also die Strategie, was hier die Diversifikation quasi angeht, nach Branchen. Dann habe ich mir noch ganz kurz überlegt gehabt, was wir machen bezüglich der regionalen Verteilung. Und da gibt es jetzt keine wirkliche Auswertung, die ich gemacht habe. Das ist also ein bisschen aus dem Bauch raus. Und ob es dann nachher wirklich genauso kommt, wollen wir mal schauen. Jedenfalls habe ich mir so Pi mal Daumen gesagt, 60% USA, also relativ viel USA, kann einem jedenfalls viel vorkommen, vor allem für den Deutschen, der mit dem Home Bias geschlagen ist. Das haben wir ja in einem der letzten Videos gesehen, wo es um eine Auswertung der Consorsbank ging, wo es ja viel deutsche Aktien im Depot waren. Und 20% Europa außerhalb Deutschlands, vielleicht 10% Deutschland und dann nochmal 10% Rest der Welt. Wobei, das wäre dann wohl Schwerpunkt Asien. So viel dann also zu den Regionen. Und was zum Vorgehen habe ich ja bereits auch schon so erzählt, was wir den Sparplan machen. Bin ich jetzt hier schon ausgeloggt? Nee, noch, ja, ich bin jetzt ausgeloggt. Ganz kurz hat man es gesehen, mein Depot und auch die Sparrate, dass die 500 Euro schon drauf sind. Kann man ja nochmal zurückspulen und das Video anhalten, wenn es einen interessiert. Oder man glaubt es mir einfach. Im nächsten Video würde ich dann hingehen und tatsächlich anhand dieser Grafik hier die ersten Aktien mir rauspicken im Technologiesektor, vielleicht auch hier schon und dann in dem Fall zwei Abstimmungen machen und dann können wir also nach und nach unser Depot mit Leben füllen, also mit Aktien füllen. Dann bedanke ich mich nochmal für die rege Teilnahme, das finde ich echt klasse, so macht es auch Spaß, motiviert mich auch. Und würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!